Lieben, heute habe ich ein türkisches Rezept für euch und zwar gefüllte Weinblätter. Das Ganze nennt sich Sarma und diese Variante ist vegetarisch, eigentlich auch vegan, da diese keine tierischen Produkte enthält. In diesem Video habe ich jetzt eingelegte Weinblätter verwendet, ihr könnt aber auch gerne frische verwenden. Wenn ihr an einem Video interessiert seid, wie man Weinblätter pflückt und sie verarbeitet und haltbar macht, dann lasst mir einfach einen Kommentar da. Dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt die Zutaten und wir legen los. Wir brauchen Weinblätter, das sind 800 Gramm und wie ich mir die hier jetzt vorbereitet habe, weil die waren vorher eingelegt in einem Glas, das blende ich euch jetzt schnell ein. Um meine Weinblätter jetzt vorzubereiten auf das Füllen, nehme ich sie zuerst einmal aus dem Glas heraus. Die Weinblätter sind jetzt so eingerollt, wie ihr das erkennen könnt, natürlich, dass sie leichter in das Glas passen. Und dass ich die jetzt leichter auseinander bekomme in einzelne Blätter, mache ich das immer so, dass ich mir Wasser in mein Spülbecken gebe und die einfach rein tue. Und somit gehen die ganz leicht auseinander und ihr könnt sie unter Wasser, dann das mache ich immer so, schon auseinander machen. Und wenn ich mir dann ein Blatt schön auseinander gemacht habe, gebe ich es in mein Sieb hinein. Hier habe ich mein Abtropfsieb und hier gebe ich dann auch meine abgewaschenen Blätter hinein. Und zwar gebe ich sie mir immer so hinein, dass die raue Seite oben ist, weil so muss ich später nicht immer gucken und kann einfach die Blätter runternehmen und sie befüllen. Und wenn ihr Blätter habt, die Löcher haben oder einfach kaputt sind, die nicht wegschmeißen, sondern einfach beiseite legen, weil die brauchen wir später noch. Wie ihr jetzt gesehen habt, waren das eingelegte Weinblätter. Ihr könnt das ganze Rezept aber auch gerne mit frischen Weinblättern machen. Wenn ihr Interesse habt an einem Video, wie man Weinblätter pflückt und man sie haltbar macht, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Dann werde ich euch dazu ein Video drehen. Außerdem brauchen wir 700 Gramm Buntkornreis, den habe ich bereits gründlich gewaschen. Hier habe ich noch übrige Blätter von dem Glas, weil es sind immer welche Blätter dabei, die zerrissen sind und sowas. Und die bitte nicht wegschmeißen, sondern aufbewahren. Die brauchen wir nämlich später noch. 4 Zwiebeln, die ich bereits schon ganz fein gehackt habe. Einen Bund fein gehackte Petersilie. 8 Esslöffel Olivenöl. 1 Esslöffel Granatapfelsirup. 2 Esslöffel Tomatenmark und 1 Esslöffel Paprikamark. Dann habe ich hier verschiedene Gewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, Chili und getrocknete Minze. Ihr müsst den Chili nicht dazugeben. Ich möchte, dass ein bisschen die Schärfe rauskommt, deshalb gebe ich jetzt Chili dazu. Und um später die Weinblätter zu kochen, brauchen wir natürlich Wasser. Hier habe ich 1 Liter. Der muss nachher kochend heiß sein. Zitronenscheiben von einer Bio-Zitrone, den Saft von 2 Zitronen, einen guten Esslöffel Tomatenmark und nochmals Olivenöl. Das sind ungefähr so 5 bis 6 Esslöffel. Um unsere Füllung jetzt herzustellen, gebe ich als erstes meinen Reis in die Schüssel, Zwiebeln, die Petersilie, Tomatenmark und Paprikamark, das Olivenöl, den Granatapfelsirup und die Gewürze hinzu und dann wird das Ganze jetzt erstmal schön miteinander verknetet. Und wenn wir dann alles schön eingearbeitet haben, dann ist die Füllung auch fertig und wir können uns jetzt an die Weinblätter begeben und sie mit der Füllung befüllen. Um die Weinblätter zu befüllen, habe ich mir jetzt einfach ein Weinblatt hier auf meine Arbeitsfläche gegeben und ihr müsst einfach darauf achten, dass die Adern nach oben zeigen, also die raue Seite muss nach oben zeigen und wenn hier jetzt noch so ein kleiner Strunk ist, den könnt ihr einfach abschneiden und dann gebe ich mir hier etwas von meiner Füllung hinein, wie viel ihr von der Füllung hineingebt. Kommt natürlich auch auf das Blatt drauf an, wie groß es ist. Aber ich würde auf jeden Fall nicht mehr wie ein gestrichener Kaffeelöffel reingeben. Und dann gehe ich jetzt her und klappe die Seiten um und ziehe es zu mir her, sodass die Füllung etwas fester wird. Und dann rolle ich es erstmal einmal ein und dann schlage ich die Seiten ein. Und zwar so, dass das bisschen hier so schräg verläuft, weil so bekommt ihr einen schönen geraden Abschluss hin. Und dann rolle ich es vollständig ein. Und so sieht dann mein erstes Sarma aus. Und so machen wir jetzt die kompletten Weinblätter, bis alles aufgebraucht ist.
Falls ihr mal ein Blatt haben solltet, das extrem groß ist, könnt ihr das einfach so in der Mitte durchteilen und befüllt es einfach wie gewohnt weiter. So sehen meine Salmas jetzt fertig gerollt aus. Und dass ihr ungefähr mal so eine Zeitvorstellung habt, also ich habe jetzt für diese Menge ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und jetzt geben wir die Salmas in unseren Topf. Ich habe jetzt einen ganz normalen Kochtopf verwendet und zwar ist es ungefähr ein mittelgroßer, also der hat jetzt ein Fassungsvermögen von 3 Litern. Und bevor ich jetzt meine Salmas hineingebe, werde ich jetzt einfach noch diese kaputten Weinblätter benutzen und werde die schön auf dem Boden verteilen. Das sorgt einfach dafür, dass eure Weinblätter nicht anbrennen können. Und dann schichte ich jetzt auch schon meine Salmas hinein. Dazu gebe ich jetzt einfach die Salmas erstmal so ringsherum in den Topf. Und hier auch wieder darauf achten, dass das Ende vom Blatt nach unten zeigt und ihr es darauf legt. Es ist wichtig, dass die Salmas eng aneinander liegen, dass sie später nicht aufplatzen während dem Kochen. Natürlich auch nicht zu eng pressen, weil der Reis ja noch aufgeht. Aber es ist schon sehr wichtig, dass sie eng beieinander liegen. Und wenn ihr die erste Reihe dann fertig habt, dann geht ihr über zur zweiten Reihe. Und dann versuche ich das Ganze ein bisschen versetzt reinzusetzen, dass ich es später leichter rausbekomme. Und das mache ich jetzt einfach mit meinen kompletten Salmas, bis der Topf voll ist. Mein Topf ist jetzt vollständig mit den Salmas gefüllt und nun gebe ich noch das zur Seite gestellte Olivenöl darüber. Und als nächster Schritt wird jetzt die Kochflüssigkeit hergestellt. Für die Kochflüssigkeit habe ich hier jetzt kochend heißes Wasser, 1 Liter, und gebe hier hinein jetzt meinen Tomatenmark und den Zitronensaft und verrühre das Ganze schön. Wenn ihr frische Weinblätter verwendet habt, solltet ihr hier jetzt noch einen Esslöffel Salz hinzufügen. Da meine jetzt aber eingelegt waren, sind die noch ziemlich salzig und ich in der Füllung schon Salz drin habe, werde ich jetzt hier kein Salz mehr hinzufügen. Und jetzt gebe ich die vorbereitete Flüssigkeit einfach über meine Salmas drüber. Und dann ruckel ich mal so am Topf, dass sich das Wasser auch schön verteilt und schön nach unten sickern kann. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich noch etwas Wasser übrig. Und ich werde jetzt auch nicht mehr hineinfüllen, weil genau so ist es perfekt. Und hier drauf lege ich jetzt noch meine Zitronenscheiben. Und das Ganze beschwere ich jetzt mit einem kleinen Teller und drücke es etwas nach unten. Das sorgt einfach dafür, dass eure Salmas schön eng beieinander liegen bleiben werden im Kochen und nicht aufplatzen können. Und dann gebe ich einfach noch den Deckel drauf. Und so kommt das Ganze jetzt bei mir auf dem Herd, erstmal auf höchste Stufe und dann wird das Ganze runtergeschalten und zwar nur noch so auf 1-2 und wird langsam vor sich hin köcheln gelassen. Und das Ganze braucht dann ungefähr so 1,5 bis 2 Stunden. So sehen die Salmas jetzt fertig aus und sie waren bei mir gute 2 Stunden auf dem Herd. Hier habe ich es jetzt auf einem Serviteller angerichtet und dazu könnt ihr einfach ein bisschen Joghurt und Zitrone reichen und so könnt ihr sie dann auch schon genießen. Das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr macht das Rezept mal nach. Wenn ihr es nachmachen solltet, würde ich mich super über eure Fotos freuen, auf Instagram oder auf Facebook. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann macht es jetzt, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. So verbleibe ich mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!